Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf 7D2D. Ich kriege gerade die Meldung, bin hungrig. Da gehen wir kurz hoch. Und da werden wir ein bisschen umschauen in Nachbarnhäusern nach Messing, beziehungsweise da, wo ich mal zuvor mal gewohnt habe, mehr oder weniger im Keller. Oder ein paar Türen noch, ein paar Dinger dran sind, Griffe und so. Aber noch ein Schuss Munition da, gut. Und dann müssen wir mal losziehen und Munition. Und unsere Basis bisschen ausbessern draußen. Das müssen wir zuerst machen. Ansonsten müssen wir Messing besorgen, um Munition herstellen zu können. Das ist nämlich aktuell Mangelware. Das ist Schiefer, ne, Kohleplatz. Ich werde hier ein bisschen umschauen, dass wir hier Material reinkriegen. Damit wir uns hier ein bisschen. Ja, Platscher kann man sagen. Jetzt werden wir einschmelzen. Da schmelzen wir ein. Dann haben wir noch 5. Okay. Dann nehmen wir das hier rein. Ja, das werden wir einschmelzen. Das werden wir brauchen. Den brauchen wir nicht. Den werden wir mal zerlegen. Kiste ist voll. Kein Platz. Gut, hier schon. Also, wir haben ein neues Jagdgewehr. Also, mal gucken. Raus. Ein neues Jagdgewehr haben wir gehabt. Aber das haben wir nicht bei uns. Doch, das haben wir hier. Leben, so ein Stück, das Alter braucht es auch. Gut, hier. Der Flieger ist gerade gekommen, ne? So, hier haben wir Stone am Nickel. Machen wir hier was rein. Den brauchen wir Zement. So, hier läuft Stein durch. Okay, gehen wir nebenan. Haben wir da was reinhauen können? Ja, erst wollte ich auch. Ich hoffe nur, dass Ton und Sound passt. Das ist echt nicht einfach. Ich habe es ja mal umgestellt, hier brauche ich kein Klirren machen, hier bleiben wir rein. Den Rest, also das ist, kann man sagen, ein Krampf. Ja, aber gut, das muss man jetzt mal probieren. Eine Aufnahme fertig machen, wieder probieren. Ich habe es vorhin getestet, das war es okay, in meiner Ansicht. Aber ja. Also ich bin noch viel beim Testen, also aktuell ist das ein bisschen schwierig. Wasser sollten wir auch holen, das muss man auch so sagen. Gut, dann gehen wir jetzt raus. Und werden uns zumindest einmal Wasser holen. Und das reparieren. Essen werden wir zuerst. Mit leeren Magen brauchen wir nicht rausgehen und schon gar nicht, wenn man hungrig ist. Ne? Das ist immer schlecht. So, was ist unser Weißbrot? Nehmen wir einen Tee. Ja, und gucken wir hier unsere Reserven haben. Ah. Bisschen haben wir noch da. So, Wasser haben wir hier auch. Da werden wir gleich Dings backen. Mit Maismehl können wir doch entsprechend Brot backen, ne? So, haben wir Bretter. Nehmen wir es raus. Ja, dürfte rein. So, das heißt, Bretter rüber. Einschalten Maisbrot. 12 Mal, siehst du, haben wir zum Beißen nachher. Dann nehmen wir das zurück. Und wir verspeisen ein bisschen Thunfisch. Oder ja, Bogenfleisch. Hühnchenration.
immer mit. Und dann legen wir rüber. Jetzt gehen wir raus und suchen uns mal unseren Moped. Das liegt nämlich gerade hinten. Ah ja, hinten liegt das. Ich wollte Dings hier lassen. Den Bohrer wollte ich hier lassen. Falls ich sterben soll, den brauchen wir einen Kanister, lass mich alles raus. Da müssen wir noch sorgen. Wir brauchen dringend Wasser für Knochen kochen. Für Kleber und so. Da ist auch nicht mehr viel da. Ich zeige mal ganz kurz, was ich immer hier, ne, gestern Nacht. So. Unser Kram ist fertig. Ich muss die Ecke hier. Ich habe die Nacht ein bisschen durchgearbeitet. Ich meine, da ist eigentlich, habe ich der Meinung, zu langweilig. Und das ist jetzt hier alles Beton, auch hier unter, wo ich stehe. Das soll es nach vorne angeschlossen werden zur Straße. Also da es so ein Grab ist, ziehe ich auch die Mauer rum. Zumindest im Außenbereich, so dass ein Gelände höher ist als das Gelände. Dass die Zombies steuern kann, dass sie alle entsprechend hierher kommen. Ne? Also hier will ich sie dann entsprechend mehr aufbauen, also mehr Gitter rein, dass ich sie in ganzen Breite empfangen kann. So, wir gehen jetzt mal hier raus. Hier muss ich ein bisschen ausbauen und da die Ecke vor allen Dingen. Das muss ich heute machen normalerweise. Sonst muss ich mal schauen, dass ich das hinkriege, dass wir uns erstmal shit. Zu schwer. Das war zu viel, das Gute. So, ganz einfach. Nee, so eine Sache, unser Jo, ne? Das ist ein bisschen schwierig, ne? So, habe ich wieder. Ich wollte hier mal schauen. Oh ja, das müssen wir eigentlich leer machen. Wir machen es leer. Also das könnte mir gut. Ich baue aus der Kiste, wenn wir ein Wetter hätten. Gut, nutzt ja auch nichts. Also. Zurück einräumen, irgendwo. Ich darf hier groß was finden und dann nachher. Oh shit, wir haben volles Inventar. Ja. Die Türen sind gut, das sind sehr starke Türen. Die haben Wert von 7000, wenn es neu ist. Bei mir aktuell sind es rund auf 5000, wenn wir reparieren. Ja, aber Nase. Muss mal hier gucken. Hier ist noch eine Kiste frei. Halt. Dann nehme ich unterste Kiste als Kiste für. Das können wir verkaufen, das kennen wir schon. Das können wir hier behalten. Das lassen wir auch hier. Hier lassen. Ach, da ist das Gewehr. Ich habe das Gewehr nämlich. Gesichert im Gepäck Gepäckfach von Moped, das ist auch gelernt, können wir auch verkaufen. Armbrust können wir verwerten normalerweise. Hemd, mal sehen. Bolzen, Wasser, Motortolzparts, ja gut, wir haben Motoren genug. So, Tabletten, aber nicht alle. So, das kann auch hier bleiben. Revolver und rein. Schaufel. Das lassen wir mit.
Cheeseballer können wir auch gehen lassen. War es eine Vergiftung? Obwohl, ja, normalerweise. Unsere Ausdauer ist nicht toll. Und dann graue viel aufwerten, ne? Ja. Gut. Hol Wasser. Wir haben ja zwei Dosen mit. Und daher ist es wahrscheinlich kein Problem, sollte ich das Essen Hunger kriegen, wo die Meldung kommt. Ansonsten. Natürlich muss ich nachts entsprechend wieder zumachen oder wegnehmen. Und wir können mal Zombies kommen. Kommen ist eine, ja. Weil die gehen immer hier rein über die Badewanne und hier wieder raus oder hier raus. Aber die hat sie geschafft. Das ist ganz gut so. Denn das soll die auch nicht schaffen, ne? Ach so, hier ist ein Griff dran gewesen, also das zweite, das ist unsere Munition halt, ne? Okay, wir gehen raus ins Bad. Und vorne mal kurz ranfahren und gleich etwas reparieren. Die Schreier sind ja ganz furchtbar, die zieht nicht alle anderen ran. Oh, Mikrofon mit dichter ranholen. So, reparieren hier. So. Dann muss ich irgendwann mal nachts wieder meine Mine und dann entsprechend da viel arbeiten, ne? Sonst. Wollte ich hier auch innen drin, jetzt halt geplant, eine Mauer ziehen. Und zwar, damit sie gezwungen sind, dahin zu gehen, wo keine ist. Das ist nämlich Katastrophe. Gut, hier wird abgesichert. Die springt übrigens rüber, ne? Habe ich gesehen. Das heißt, der dritte Reiz eigentlich Pflicht. Hier kommen sie auch ganz gern lang. Nur sehen, dass ich durchkomme, ohne dass ich mich umbringe. Ne? Das ist nämlich nicht so einfach. So, da unten ist ein Graben. Wie gesagt, schon Beton. Und da soll es ja hier weitergehen. In der Richtung. Das heißt, wir müssen hier zumindest zumachen. Nun muss ich hier aufpassen wie ein Schießhund, wenn ich selber umbringe. Gut, da komme ich raus, passt. Ich glaube, dann nehme ich noch weg, ne? Ne, das ist okay. Dann wäre ja blöd, wenn wir abreißen müssen, ne? Ich meine, wir kriegen zwar die Rohstoffe wieder, nur wäre es trotzdem ärgerlich, wenn wir da. Na, komm hier durch.
Ja, wir kommen durch. Dass wir hier jedes Mal neuen bauen müssten, ne? Die Tour schießt ja nur, wenn ich da bin. Na, da ist ein Ding vor jetzt, 48. Möchte ich gern verarbeiten, nach Möglichkeit. So, nur 35. Dann setze ich hier noch eine zweite Reihe. In der Blutmondnacht. Haben sie den Pfeiler geliebt, wollen uns wegreißen. Brüder. Wo hat die gerade geschrien? Gut, ein paar noch setzen. Aber anscheinend hat sie das nicht überlebt. Ah. Ja, kann man nicht mal in Ruhe bauen hier. Und deswegen muss es so wichtig, dass wir das fertig kriegen hier, dass wir uns halbwegs nachts sicher sind, ne? Dass wir nicht bei jedem Mal gestört werden und immer gleich befürchten müssen, dass die reinkommen, ne? Und das ist ja nicht schön. So, gehen wir hier wieder raus. Pack, Saudi. Das ist gefährlich, muss man wieder rausgehen. Na, hier ist so ein bisschen Platz, da ist so ein bisschen Eisen. Da oben Areal ist. Nicht gebaut. Ups. Naja. So, einen habe ich noch, Junge. Einen habe ich noch. Da muss ich mir jetzt oh, da das hinstellen irgendwo. Hier kommen sie ganz gerne. Hier mal wieder hinstellen. Hier, genau da. Erledigt. So. Auf zum Moped. So, zugemacht. An der war doch zu, glaube ich. Ansonsten geht das da entsprechend später weiter. So, ich wollte schauen, wo ist jetzt ein unser Paket, ne? Ja, Paket ist nicht da. Hatte ich noch einen? Einen habe ich noch. Ja, was habe ich Schönes? Leider kann ich nicht lesen. Schade.
So, mal gucken. Achso. Da oben. Ist das nur eine Grünzone oder ein Weißen? Müsste ein Weißen sein, ne? Schneegebiet. So, jetzt ist es. Oh, hier 15 und 14. Wahnsinn. Die Zeit vergeht. In Häusern war ich überall schon gewesen. Normalerweise ist hier nichts zu holen. Also gut. Gut, hier die Türklinken mit Messing. Ja, muss man noch sehen, aber deswegen alleine reingehen, ohne zu verschwenden und für die Zombies, die da drin sind, nicht so praktisch. So. Oh, ein Häschen, aber Häschen, nee, ich brauche Huhn. Ich habe noch eine alte Mission, das ist ein Huhn erledigen. Habe ich gelesen, gesucht. Google mal, wo ist Huhn? Haben die mir geantwortet? Überall. Gut, ich war schon noch nicht überall, aber halt viel rum war ich gewesen. Ne? Schau mal, also. Na ja, gut. Überladen, ne? Fleisch haben wir keinen mehr gehabt, ne? Ja, das tut mir leid, aber das ist leider so. Ich weiß, die kommen ja auf den Pelz hier. Letzte wäre nicht gut. So, Messer. Dann. Knochen brauchen wir sowieso. Ne? Und vor allen Dingen Fleisch und der Braten. So, gut. Dann können wir was braten. Wir müssen eh was zu beißen haben. Irgendwie nur Maisbrot. Oh. Ach, ich wollte Wasser holen. Das mache ich günstig. Und dieses rollen wir nicht ins Graben rein. Dann hätte ich was. Oh, was habe ich übersehen? Keine Eier. Na ja, gut, ist auch alles. Na gut, mal schauen. Jetzt haben wir Wasserglas. Das müssen wir voll machen. Das ist auch nichts. Das ist ganz wichtig. Na, haben wir hier Fische? Ne, aber wir haben Wasser. Das ist ganz wichtig. Wasser ist. Das brauchen wir nicht. Das ist sinnlos. Tierfett. Oh, das ist nicht gut. 10%. Ja. Wenn wir verhungern werden, ja, okay, aber so. Ne? So. Schau, wo hinkommen hier. Da oben ist ein Haus. Da fahren wir jetzt hin. Wir schmeißen hier Müll rein. Und leer. Deswegen stehe ich auf, leeren Müll. Was ist da links, rechts? Mal eine Karte reinschauen, ob was da ist. Ach, unser Gebäude. Ja, da bringt uns ja nicht weiter, ne? Waren wir schon mal gewesen? Ich glaube ja, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Die waren schon gewesen. Ich fahre mal hier durch. Ja, da ist hier auch.
Was soll das hier darstellen? Das ist die gute Frage. Wir werden mal ein bisschen Kram entsorgen, und zwar was wir garantiert nicht können zum Stacken. Wasserraum ist auch nicht mehr. Eisen kann nach oben. Ja, Steine können weg und Lehm auch. Das kriege ich mit dem Erdbohrer doppelt so schnell. Außer wenn ich mir jetzt hier. So, gehen wir hier rein. Open, das ist ein gutes Aufnahme. So, Pistole. Mal nachladen. Ich weiß nicht, was das ist. Das ist ein Haus. Habe ich eine Axt? Ups. Da machen wir schon mal frei. Oder warten wir es mal ab. Wir machen mal die Tür erstmal, ne? Ohne später. Tödel. Da werden wir mal hier ein Loch machen, ne? Dann würde jemand schießen können, ne? Das ist voller Schutt, da kommen wir nicht rein. Entschuldigung, Mr. Duda. Du und deine Schwester, was macht ihr hier? Bleib liegen. Hier ist er für dich. Das sieht nach Zwinger aus. Wir suchen später. Wir sind eh schon an. Doc, jetzt sagt mir einiges. Das ist heikel. Jetzt komme ich drauf. Büro. Bin ein bisschen enttäuscht. Bin jetzt vorsichtig.
So, meine Magnum neue, ne? Naja. Nachteil, die muss viel immer lange nachladen, ne? Also viel nicht zu holen, ne? Oh, eine Tasche. Bin mir enttäuscht. Ich kann immer Gläser gebrauchen, kein Thema. Das kenne ich noch nicht. So, noch nichts zu holen. Zeit. So haben wir noch Zeit. Oh, schönes Ende. So, Leute, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Wir machen gleich weiter. Dann seid mal tschüss und wir winken. Ciao, ciao. Und hören uns wieder zur nächsten Folge. Tschüss. Und danke fürs Reinschauen.